Tag zusammen, ich bin der Manfred von Gute Wahl. Meine Tester und ich haben in unserem großen Mähroboter-Test 19 Geräte unter die Lupe genommen. Wir untersuchen die Mähroboter in drei Kategorien. In der kleinen Gruppe sind es Geräte, die um die 500 Quadratmeter schaffen. In der mittleren Gruppe sind es Geräte, die um die 1000 Quadratmeter schaffen. Und in der großen Gruppe sind es Geräte, die auch schon mal bis zu 3500 Quadratmeter schaffen. Und heute widmen wir uns den Mährobotern, die für eine Fläche um die 1000 Quadratmeter geeignet sind. Ja, also der Gardena, den habe ich in vollen Zügen getestet. Die Installation und die Inbetriebnahme war relativ einfach und ist problemlos vonstatten gegangen. Die Datenübertragung war auch super, jedoch wäre es schön, wenn man mit der App noch mehr Features einstellen könnte. Ja, ich habe den Husqvarna Automower 315 getestet. Ein durchweg super Gerät. Besonders gut gefällt mir die präzise App-Steuerung und auch die gute Flächenleistung, die er hat. An negativen Sachen fällt mir eigentlich gar nichts ein. Was mir gefällt am Stieger ist die Mähleistung und das Mähergebnis. Was mir an dem Stieger nicht gefällt, ist die App, weil die verlangt eine Berechtigung zum Telefonieren, die hat so eine App gar nicht braucht. Am Lupo M1500 finde ich super, dass die Mähergebnisse sehr gut sind und auch bei unwegsamem Gelände, bei Löchern, bei Steigungen der Mäher immer noch sehr zuverlässig arbeitet. Nicht gut fand ich die Einrichtung des Mähers. Das Verlegen der Schleifen war kein Problem, aber in den ersten Tagen war es kaum möglich, dass der Mäher eigenständig in die Station zurückgefunden hat, beziehungsweise die ganze Fläche, die von Schleifen abgezäunt war, auch vernünftig gemäht hat. Ja, also ich finde gut an dem, dass er ohne Programmierung läuft. Er fängt morgens um 9 an und läuft dann so viel, wie er braucht. Und ich finde schlecht, dass er sich sehr oft festfährt in auch nur kleinsten Löcher. Wenn er läuft, dann mäht er gut. Schnittbild ist in Ordnung, aber bis man am Mähen hat, braucht man gewisse Erfahrung. Und er mäht auch nicht immer. Er bleibt sehr häufig stehen. Hier, wenn er ein bisschen eine Bodenwelle hat, steht er vorne fest. Also muss ich ihn sehr viel tragen zur Station zurück. Das ist weniger schön. Bei den Mährobotern für die mittelgroßen Flächen um die 1000 Quadratmeter sind unsere Preissieger punktgleich der Works Landroid M1000 und der Gardena Smart Sileno Live. Beim Gardena Smart Sileno Live Set gefällt uns die Programmierung, die Sicherheit und das Mähergebnis. Nicht gefällt uns die Hinderniserkennung, wo er leichte Probleme zeigt. Bei dem Works Landroid M1000 gefällt uns die einfache Installation, seine Sicherheit und die Mähleistung. Was uns nicht gefällt, ist, dass er sich gerne mal festfährt. Bei den Mährobotern für die mittelgroßen Flächen um die 1000 Quadratmeter ist unser Testsieger der Husqvarna Automower 315X und damit unsere gute Wahl. Bei dem Husqvarna Automower 315X gefällt uns die einfache Installation und die Superprogrammierung über die App. Sehr gut ist auch das Mähergebnis. Was uns nicht gefällt, ist der sehr hohe Preis. All unsere Testergebnisse könnt ihr wieder sehen auf gutewahl.de. Die Links zu den Produkten und auch zu Gute Wahl findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.